Ist Sebastian Kurz korrupt? Hat er sich Medien mit Inseraten gekauft? Und steht die Koalition vor dem Aus? Mein Name ist Gernot Bauer und wir werden jetzt die wichtigsten Fragen zur Ibiza-Affäre des Bundeskanzlers beantworten. Die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz wiegen schwer. Sie lauten Bestechlichkeit und Untreue. Was steckt dahinter? 2016 plante Sebastian Kurz bereits, die ÖVP zu übernehmen. Aber das hatte seinen Preis. Er brauchte nämlich Geld. Das Geld brauchte er unter anderem für Umfragen. Und da kam der Plan auf, diese Umfragen nicht selbst zu bezahlen, sondern sie vom Finanzministerium bezahlen zu lassen. Wie hat das funktioniert? Es wurde eine Meinungsforscherin beauftragt, Umfragen zu Sebastian Kurz und zur ÖVP zu erstellen. Abgerechnet wurden diese Umfragen aber nicht durch Sebastian Kurz, sondern sie wurden getarnt als Studien im Auftrag des Finanzministeriums. Etwa eine Studie zur Betrugsbekämpfung oder auch eine Studie zu Nulldefiziten. Und in Wahrheit sollen sich hinter diesen Studien nichts anderes versteckt haben als Umfragen zu Sebastian Kurz. Im Ergebnis hat also die öffentliche Hand, hat der Steuerzahler Umfragen bezahlt, die allein dem damaligen Privatmann Sebastian Kurz zugute kamen. Das ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Untreue. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gründen auf einem Corpus Delicti. Es ist wahrscheinlich das berühmteste Handy in der Geschichte der Zweiten Republik, nämlich das Mobiltelefon von Thomas Schmidt. Thomas Schmidt war ein Vertrauter des Bundeskanzlers, er war davor Pressesprecher bei diversen Ministern und er war dann Generalsekretär im Bundesministerium für Finanzen. Fast alle Vorwürfe, alle Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Ibiza gründen auf den Chats, die man im Thomas Schmidt Handy gefunden hat. Etwa auch die Vorwürfe betreffend Postenbesetzungen rund um die Casinos Austria. Und auch in diesem Fall sind es die Chats von Thomas Schmidt, die dem Bundeskanzler gefährlich werden. Die Folgen könnten dramatischer nicht sein. Es geht um nichts mehr oder weniger als die Karriere des Sebastian Kurz. Vielleicht ist er schon bald nicht mehr Bundeskanzler. Er selbst hat mehrfach bestätigt, Regierungschef bleiben zu wollen und dass er auch überhaupt keinen Anlass sieht für einen Rücktritt, weil er schließlich unschuldig sei. Allerdings ist er nicht mehr Herr des Verfahrens. Er hängt jetzt ab vom Vizekanzler, vom grünen Chef Werner Kogler. Und der hat sich weit hinausgelegt. Kogler sagt, er halte Kurz nicht mehr für handlungsfähig. Was wollen die Grünen? Sie hoffen, dass die ÖVP ihnen einen alternativen Kanzler präsentiert, um die Koalition aus Grünen und ÖVP fortsetzen zu können. Eine Kanzleralternative wäre zum Beispiel der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer, aber auch EU-Ministerin Caroline Edtstadler. Das wäre das Traumszenario für die Grünen, mit einer Caroline Edtstadler die türkis-grüne Koalition fortzusetzen. Das Gegenteil will natürlich die ÖVP. Die Landesobleute stehen geschlossen hinter dem Bundeskanzler, auch die Bünde-Obmänner stehen hinter Sebastian Kurz. Was hoffen Sie? Sie hoffen, dass die Grünen irgendwie wieder die Schneid verlässt und dass die Grünen ihre Position überdenken und wieder zurückziehen, auch um die Koalition fortzusetzen. Es ist eine spieltheoretisch sehr interessante Ausgangssituation. Am Ende ist es sogar eine Nervenschlacht und eine dritte Größe darin ist der Bundespräsident.